Okay, auf die Klos kommen wir anscheinend auch nicht. Ne, so gar nicht. Ich habe Angst, dass ich auf den richtigen Weg gehe, aber wir können ja nochmal zurückgehen, wenn es sein muss, ne? Loch im Schrank, da hat jemand gegengeschlagen. Und jetzt haben wir alles gefunden. Rätselfortschritt. Zwei Rätsel können wir direkt lösen. Loch im Schrank. Korrespondenz, würde ich sagen, die medizinische Aufzeichnung von Thomas. Von Hans. Jawohl. Hans schlug ein Loch in Alex Schrank und brach sich dabei die Hand. Ich kann verstehen, warum. Er ist der Kapitän, ne? Er hat sich wahrscheinlich auch verantwortlich gemacht für ihren Tod. Hans schlug ein Loch in Alex Schrank und brach sich dabei die Hand. Er kam am 8. Juni ins Krankenzimmer, um seine Hand versorgen zu lassen. 8. Juni oder 8. Juli? An dem Tag, als sie gesunken sind. Löse 10 Rätsel. Rätsel für Anfänger. Ja, nice. Ja, wir sind ja gut, um Rätsel lösen, ne? So, was haben wir hier? Unter Alex Schreibtisch war ein Geheimfach und in der Nähe eine Mappe über die Talessa. Was hat es damit auf sich? Inhalt der Mappe? Nachforschung? Und der Scheck? Hat jemanden gesucht. Alex hat jemanden gesucht, der etwas mit einem Scheck zu tun hatte. Und die Spur führte zur Talessa. What? Sie hat jemanden gesucht? Der Scheck hat dabei anscheinend eine große... Aber warum ein Scheck? Okay, das wird ja mysteriös. Das ist nix. Kommen wir irgendwie weg oder weiter? Okay. Tom? What? Can you hear me? Please, I'm over here. Are you there? Help me. Kann ich? Erlebe Alex Tod erneut. Danke, Spiel, das ist genau das, was ich wollte. Aber wo komme ich denn jetzt hier hin, bitte?
Okay, wir kommen ja eindeutig irgendwo hin, wo ich noch nicht sein will. Ich war drin noch nicht fertig. Ich glaube, ich bin aus Versehen mal wieder den richtigen Weg gegangen. Momentan haben wir... Ach, wir haben auch gar keine Verbindung zu Bailey im Moment. Ich will erstmal gucken. Wahrscheinlich können wir dem blutigen Fußabdrücken nicht folgen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hat der Stuhl hier vorhin auch schon? Okay, die Frage ist, was hat Alex gesucht? Und in dem Zusammenhang, war es Absicht, dass der Kran das Ding wieder fallen lässt, um Alex vielleicht zu töten? Aber ich meine jetzt mal ohne Witz, wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert? Okay, wir sind jetzt auf... Okay, wir sind hier. Da oben fehlt uns aber noch der Schlüssel. Bei Bailey geht's auch nicht rein. Okay, wir haben noch kein neues Ziel. Außer diese Blutspur. Mit Tyus geht auch nicht. Und leveln auch nicht. Auch nicht rein und hier kommen wir nicht weiter, ne? Verschlossen. Schlüssel erforderlich. Das heißt, rein theoretisch müsste es da ja... Geht's nach unten? Hier hin. Unterdeck. Wir sind jetzt hier rein und wir sind jetzt hier einmal komplett rum. Okay. Hätte ich zuerst gucken sollen, ne? Scheiße. Idiot. Okay, wir kommen nicht hoch, wir kommen nicht runter von hier. Das heißt, wir gehen jetzt außen rum, nach oben. Und jetzt ist Alex auch noch bei uns. Das ist ja großartig. Das ist bestimmt sehr hilfreich. Ich meine, wir haben das Jahr 1905, 1906, 1908 vielleicht und 1910. Das ist noch nicht so mit Psychologen, glaube ich, und PTBS bekannt, ne? Guck mal, da oben ist unser Schiff. Sehen wir noch eins? Nee, ne? Wegen dem anderen Taucher. Der vielleicht doch echt war, aber vielleicht auch nicht. Who knows? Da geht's in den Abgrund. Ach du dicke Scheiße. Ja, okay. Aber der hat uns auch locker hier absetzen. Hier absetzen können. Ich glaube, das hier geht jetzt einen Weg, der nicht zurückführt, ne? Ja, okay, wir haben tatsächlich jetzt Point of No Return erreicht. Hier geht's nicht rein. Das müsste jetzt das Heck sein, ne? Ach du Scheiße. Kein 13. Okay, immer noch keine Leiche gefunden.
Aber dafür eine Krabbe. Noch eine Krabbe. Mr. Krabs. Okay. Schublade, Aufzeichnung. Kette. Brauchen wir erstmal einen Bolzenschneider, wa? Okay, wir haben nichts gefunden. Was steht da? Voltlock. Okay, das meiste ist unleserlich. 29. Juni. Kein Hinweis auf die Ursache der Motorenprobleme, aber ein paar Kleinigkeiten haben nicht gestimmt. Eine Schraube hat gefehlt. Ich wünschte, der Captain würde zulassen, dass wir uns auf die Fehlersuche konzentrieren. 30. Juni. Ich wusste, dass was nicht stimmt. Die Hinweise, die ich bis jetzt gefunden habe, belegen es. Okay, der Rest ist nicht lesbar. Und dann ist auch Schluss. 30. Juni war der letzte Eintrag. 1905 war das. Okay. Bolzenschneider. Ja, da geht's wieder nach unten in die Messe. Da ist noch was. Ein Notizbuch. Der Ruhestand schien weit entfernt, aber Thomas hat heute wieder davon geredet. Der Junge kennt sich aus. Ich habe ihm alles beigebracht, was ich über die Talassa weiß, aber ich kenne sie besser als irgendjemand sonst. Ich weiß, wie man dafür sorgt, dass die alten Motoren wie Katzen schnurren. Als ich in seinem Alter war, war ich... Warum atmen wir so schwer? Ich immer Panik, dass das hier in Horror abdriftet. Okay, das war Thomas sein Mentor. Der war aber, glaube ich, nicht mehr dabei, ne? Ein Schachspiel. Sieht noch gut aus. Wir haben monatelang versucht, Bailey das Schachspielen beizubringen. Ja. Ist auch nicht für jeden was. Ich konnte mal Schach. Mittlerweile nicht mehr. Das ist tatsächlich nicht wie Fahrradfahren. Das fällt mir rein. Vor allem, wenn man als kleines Kind Schach konnte und dann irgendwann nie wieder gespielt hat. Hallo, nimm das Magazin. Okay, wir kriegen anscheinend immer ein bisschen Schnappatmung, wenn wir uns was angucken. The New Illustrated Magazine. Ja, super, wow. Unhilfreich. Ach, guck mal hier, Outlook. Version 1. Ausguck. So, da ist noch eine Wachsrolle. Ein Teeservice. Was zum... Nee. Was war noch drin? Auf jeden Fall haben die Fische das weggeschnappert. Das finde ich schon mal nicht so gut. So, Wachswalze. A lot of faith to put in one so inexperienced.
berechtigte Frage. Ich meine, Reporter hin oder her, aber das klingt schon ein bisschen nach Unruhestifter hier, ne? Klar kann man solche Fragen mal stellen, aber ich finde, dann wäre es nach der ersten Frage auch gut gewesen, oder? Ich meine, da muss man jetzt ja nicht so übertreiben. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da hinten. Oh, ich habe hier was übersehen. Kommen wir da nochmal hin? Ja, wenn wir hier runterkommen, ne? Oder hier runterkommen. Kommen wir da auf jeden Fall nochmal hin. Warte. Hier ist auch noch was, ja. Okay, warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Die angrenzenden Räume sind damit nicht gemeint. Das heißt, hier liegt irgendwo noch was rum. Lippenstift. Roter Lippenstift. Und hier hat jemand seine Leseecke gehabt. Oh, ein Tagebuch. Endlich interessante Infos. Und sogar noch leserlich. Hey, oh, das ist aber sehr viel. Ich kann nur eine Seite lesen. Okay. Der Unterricht ist prima. Er ist so ein fabelhafter Lehrer. Ich könnte ihm den ganzen Tag beim Gitarrespielen zuhören, wenn wir nicht ständig unterbrochen werden würden. Dieser Fatzke sitzt ihm ständig im Nacken. Als der Armleuchter ihm die Gitarre aus der Hand gerissen hat, hätte ich ihn am liebsten angesprungen. Ständig passiert irgendwas. Die Stimmung ist echt mies. Letzte Nacht habe ich sie wieder schluchzen gehört. Ich muss ihr irgendwie helfen. Okay, das ist wahrscheinlich Marys Tagebuch. Gehört hat sie wahrscheinlich ihre Mutter, die geweint hat. Und mit Armleuchter ist eventuell Eric gemeint, der Cam mal die Gitarre weggenommen hat. Böser Eric. Eric der Armleuchter. Ja, Marias Tagebuch. Okay. Hier irgendwas? Nee. Ich warte immer noch drauf, dass ich den anderen Taucher nochmal sehe. Die Dinger sind ja überall. Was ist denn los mit der? Wobei, nee, die hat ja wahrscheinlich Mary geklaut, ne? Und überall verteilt. I've noticed there's a tension aboard the ship. Especially between the top brass. Yourself included. Something seems to be troubling you. You seem tired. Restless? I have a lot to do. Does it have anything to do with the accident? Eric is conducting. Yeah, he's looking into that. He's a thorough and impartial man. Really? And the fact that that doesn't concern you? What? How dare you? I've told you before, I don't hold with gossip. Hans gab Dampf. Also hat ist Eric nicht unvoreingenommen, sondern hat irgendwas Isabel noch damit zu tun. Einen Moment. Ja, bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Dir geht's. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Momento. Geht nicht über mein Dings um. Muss ich aber, sonst kann ich mich nicht rüberbeugen. Kannst du ja mal abnehmen. Das Telefon. Au!
Gewalt. Gewalt gegen Kisten. Ich bin eine Kiste. Lass bloß die Tür auf. Sonst wird das hier noch wärmer drin. Bist du wahnsinnig? Hier sind 26,0 Grad. Ich gehe schon ein, danke. So, bis morgen Nachmittag. Ja, mach's gut, Knut. Also, Isabelle oder Isabel bezahlt Eric und behindert dadurch die Nachforschung? Oder die haben was am Laufen? Das kann auch sein. Die haben was am Laufen. Jetzt mache ich weiter. Ist ja faszinierend. Okay, das war das. Dann war das Wichtige. Anscheinend. Hier gibt es aber auch noch was. Irgendwo. Hier. Code of Conduct. Verhaltensregeln. Von einer Person wird erwartet, dass sie sich sicher und ordnungsgemäß verhalten. Dies ist ein Arbeitsschiff. Daher ist untersagt, auf den Korridoren und Laufstegen zu rennen oder Hindernisse stehen zu lassen. Rauchen unter Deck verboten. Und wer einen Vorrat aufbraucht, hat ihn aufzufüllen. Unterzeichnet Eric Larson. Okay. Eric war so ein bisschen hier der Regelmeister. Haben wir denn jetzt alles? Immer noch nicht. Was gibt's denn noch? Außer diverse Türen. Guest. Das ist nix. Jetzt treffen wir noch oben. Ja. Nach unten kommen wir von hier nicht. Ist das Office? Ein Brief. 1903. Dritter. Ich schätze mal November 1903. Lieber Eric Larson. Es war mir ein Vergnügen, Sie bei Ihrem letzten Vortrag in New York zu treffen. Wie ich an jenem Abend schon sagte, hat mir Ihr Buch über die Entdeckung der Längengrade und Navigationsmethoden sehr gefallen. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Ich bin auf der Suche nach einem Meereshistoriker für die Leitung meiner nächsten Expedition. Erin, der SS Thalassa. Besitzerin wahrscheinlich. Von der Sie gewiss gehört haben. Meine Besatzung hat in den letzten Jahren bereits mehrere nautische Expeditionen unternommen. Dies ist für mich von persönlichem Interesse. Es geht um die Suche nach und Bergung der St. Catherine, einer spanischen Galeone, deren Kapitän ein Vorfahr von mir war. Ich würde mich freuen, die Expedition und Ihre Rolle als Expeditionsleiter mit Ihnen in meinem Büro oder bei einem Abendessen zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Isabel Greenwood. Okay, Expeditionsleiter, der gute Eric. Und da haben wir noch eine Foto von die Eric, wahrscheinlich mit die Vater. Hoffen wir, dass sich die Investition gelohnt hat. Wow. Netter Mann. Richtig netter Mann. Okay, das war anscheinend Erics Büro. History Law Accounting. Also der war anscheinend ein Historiker. Würde ich behaupten. Ein Unidiplom. Tintenfleck. What? Okay. Da war jemand sauer. Abgeschlossen? Nee. Grün, rot, gelb. Eric Schubladen ist ein neuer Hinweis. Eric war äußerst organisiert, sowohl was die Arbeit als auch was seine persönlichen Besitztümer anging. Aber warum ist dann einer Bram Stoker?
Eric, wir müssen reden. Hans hat es herausgefunden. Okay, also Isabel und Eric hatten definitiv was am Laufen und Hans war nicht begeistert. Weil Eric dadurch natürlich nicht unvoreingenommen bei der Untersuchung war, was Alex Tod betrifft. Weil er ja auch bei Isabel Untersuchungen anstellen sollte. Das ist das Tintenfass. Kaputt, ja. Dann ist die Frage, war Hans dann, als er das rausgefunden hat, so sauer, dass er sich dann die Finger gebrochen hat? Alexander der Große, eine Büste. Okay. Unnötig, oder? Ich weiß, wir haben noch ein Rätsel, was wir wieder lösen können. Machen wir auch gleich, keine Sorge. Eric Larson. Look at that. Bit too clust with himself, ne? Ja, lenken gerade nach Larson. Ja gut, das einzige Buch, was nicht umgefallen ist, ne? Hat aber anscheinend festgemauert. Oh, noch ein Ordner. Aber schön, dass wir Alex jetzt in unserem Kopf haben. Das ist total toll. 25. Juni 1905. An den Captain. Betreff Aufbewahrung des Bootsgestells. Kamer hat die erforderliche Dokumentation zur Demontage und Aufbewahrung des Ersatzgestells nicht fertiggestellt. Außerdem machte er während seiner Dienstzeit über eine halbe Stunde kurze Pause. Er ist dafür zuständig, dass alle Teile erfasst werden. Er wird derzeit von Thomas im Maschinenraum eingesetzt. Mit Ihrer Genehmigung werde ich ihn stattdessen unter meiner Leitung eine vollständige Inventur der neuen Teile des Bootsgestells durchführen lassen, Eric. Okay. Junge, lass den armen Kamer doch mal in Ruhe arbeiten, Mann. Was ist denn los mit dem? Der hat doch schon genug Ohren. Scheint ja der einzige Schiffmechaniker hier zu sein. So, sind wir hier durch? Hier sind wir durch. Nebenan ist sein Zimmer, aber warte mal. Einer seiner Stifte. Kann ich hier nochmal? Nee, kann ich nicht. Das war hier nämlich hier drinne. Das kann ich auch nicht mehr. Aber hier ist auch noch irgendwas, ne? Irgendwas ist hier noch. Will ich Krabbel? Krabby Krab? Nein. Das haben wir. Das auch. Steht hier wieder irgendwo ein Zettel, den ich nicht sehe, oder was? Hier ist nix. Da kommen wir noch hin. Und die haben einfach alles abgedeckt hier, ne? Das hatten wir auch. Glaube ich, immer ganz sinnvoll, wenn man irgendwas sucht, wenn man das, was man sucht, einmal in eine Richtung abgeht und dann mal in die andere. Ne? Da komme ich nicht rein. Das Tagebuch kann ich auch nicht mehr. Ist auch nix. Eric. Hier. Das Tuch. Isabel Greenwood. Ja, gut. IG, ne? IGIT. Damit haben wir hier alles, aber da vorne fehlt immer noch was. Ja, super. Ganz toll. So, dann lass uns erstmal. Können jetzt ein paar Rätsel lösen. Vorfall im Büro. Auslösen. Fleck, verbindender Hinweis. Das kaputte Tintenfass.